What the fuck? Da, eine Stimme. Ich höre dauernd eine Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ein kleines... So wie jetzt eben. Das hat sich angehört wie so eine Triangel oder so ein... Wie so Schellen. Kam das von da unten? Schon wieder. Als wie wenn jemand irgendwie mit zwei Rohren aufeinander schlägt. Von da unten. Da muss ich... Ich muss da nochmal runter gucken. Lass mich da nochmal runter... oh Gott, nein. Ich muss zurück. Ich muss da nach oben. Und dort ist ein Haus. Nur wer ist diese Person? Oh Gott. Was ist das denn? Das ist... I began to climb. Away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit. Where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The Bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Oh Gott. Ist da wer? Oh, diese Musik. Hallo? 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 Hier ist... Nein. Oh, diese... Oh, diese Taschenlampe. Jedes Mal, wenn die klickt, erschrecke ich mich fürchterlich. Oh nein, bitte nicht. Auf jeden Fall jede Menge Alkohol. Und Spritzen. Hier scheint sich auf jeden Fall jemand einen Schuss gesetzt zu haben, oder es braucht jemand irgendwie Hilfe und ist hier jämmerlich verreckt. Und wir werden erstmal nach oben laufen. Vielleicht kann ich mich ja etwas besser dran erinnern, wenn ich dort oben auf dem Berg angekommen bin. Kann ich da auch hoch auf diesen Berg und eventuell mal die Aussicht genießen? Nein, da ist noch irgendwie ein Zaun davor. Schade. Habe ich nicht gesehen. Ich wäre sonst mal bis nach oben auf die Spitze geklettert. Aber vielleicht können wir hier einmal... Ja. Nur nicht abrutschen. Nicht abrutschen. Und da unten... Da scheint ein Mast zu sein. Vielleicht wieder ein Schiff. Also die Aussicht ist ja schon mal phänomenal, aber... Was das für ein Zusammenhang alles hat hier. Komm, geh. Du musst gehen. Geh weiter. Du musst ganz nach oben. Geh. Du wirst erwartet. Ich dachte, ich hätte schon wieder Licht gesehen. Das waren anscheinend bloß die Wellen. The Bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. No one to carve white lines into the cliff for him either. Wie kann man sich eine Krankheit von den Ziegen einfangen? Sehr mysteriös. Und da ist der Leuchtturm. Und wir müssen eigentlich zu der Hütte hier. Der Weg mag aber nicht enden. Wo führt dir dieser Weg hin? Wieder eine Klippe hinunter. Und da sind Zäune, ein Weg und eine riesige Bucht. Er entschied sich zwanghaft, zu dem allseits doch bekannten Haus hinaufzusteigen. Ja, dann werde ich das tun. Wenn ich mich dazu entschieden habe, werde ich einfach mal da reingucken. Ja, aber keine Tür ist da. Aber immerhin ein Geländer. Schön mit Stacheldraht, da kann man sich dran festhalten, falls man abrutschen sollte. Und wieder diese Farbe.
Was ist das? Das sieht aus... Da gucke ich gleich rein. Das scheint aber hier noch... Ich habe es geahnt. Wieder ein Zeichen. Was soll das bitte sein? Ein Tribal. Hier ist also ein übler Sprayer am Werk. Komm raus und zeig dich. Du verschändelst die ganze Gegend hier. Waren wir in diesem Haus schon drin? Das ist dann wohl doch wieder ein weiterer Ziegenstall, oder? Oh Gott. Da hinten das Licht. Etwas rötlich und blau. Es machte mir Angst. Diesmal habe ich dich erwartet. Taschenlampen klicken. Du konntest mir keine Angst einjagen. Oh, hallo. Aber diesmal gibt es keine Bezeichnung, oder? Ach, komm, mach die Lampe aus. Ich kann das sonst nicht... Und hier komme ich nicht durch. Ohne Lampe kann ich das, glaube ich, besser erkennen. Ja. Sehr merkwürdig. Wer malt denn sowas in einen Ziegenstall? Naja, wir werden uns erstmal im Haus umgucken. Was wir da noch für Informationen finden können. Und wir müssen eigentlich da nach oben. Glaube ich zumindest. Und hier geht es auch hinein. Inventory. A trestle table we spread wallpaper on in our first home. A folding chair, I laughed at you for bringing camping in the lakes. I was uncomfortable later and you laughed then. This diary, the bed with the broken springs. Once asleep you have to remember not to dream. A change of clothes, Donnelly's book stolen from Edinburgh Library on the way here. I will burn them all on the last morning and make an aerial of my own. Aha, aha. Bloß hier kommt die ganze Farbe hierher. Und der Kamin, oder was das sein soll, der pfeift auf jeden Fall ordentlich. Und hier scheint auch lange keiner mehr gewesen zu sein. Aber da ist wieder ein Buch. Das habe ich ganz übersehen. Und ein, ja, ein Buch. Ein Buch? Was ist das? Ist das dasselbe Buch wie vorhin? Ja, so scheint es. Und die anderen sind nicht betitelt. Ist hier jemand? Nein. Das scheint dann wohl das Bett zu sein. Eher ein Schlafsack. Okay. Was ist das? Ich dachte, das wäre erst Wäsche oder so. Ein Stück von einer Hose würde ich jetzt mal raten, aber... Wer würde denn hier einen Koffer zurücklassen? Aus Furcht eventuell? Aus Fluchtinstinkt alles zurückgelassen? Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Und es ging hinab. Sehr tief. Er mochte sich gar nicht ausmalen, wie tief es dort hinunterging. Hinunterfallen wäre tödlich. Es wäre tödlich. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon nicht so nah ran. Boah, was ist denn das hier schon wieder? Ich dachte, es wären Wolken. Dieser Qualm da hinten oder dieser dichte Nebel. Und da unten müssen wir hin. Da unten ist auf jeden Fall eine Riesenhöhle. Ich hoffe, hier geht es noch weiter. Das sieht ziemlich nach Ende aus hier. Als wenn wir hier... Ach so, das ist der Abschnitt. He left his body to the medical school and was duly opened out for a crowd of students 21 days after his passing. The report is included in my edition of his book. The syphilis had torn through his guts like a drunk driver, scrambling his organs like eggs on a plate. But enough definition remained for a cursory examination, and as I suspected, they found clear evidence of kidney stones. He's likely to have spent the last years of his life in considerable pain. Perhaps this is the root of his laudanum habit. Although its use makes him an unreliable witness, I find myself increasingly drawn into his orbit. Okay. Aber dann scheint derjenige, der diese Nierensteine hatte, wohl doch noch gestorben zu sein. Oder ich kann das immer so in diesem Zusammenhang nicht so schnell lesen, wie ich hier
schnell spielen, wollte ich gerade sagen, aber dabei latsche ich hier relativ langsam durch die Gegend. Aber ich bin immer so fasziniert von der Umgebung hier. Okay, und hier sollten wir uns ein bisschen beeilen, sonst laufen wir hier noch jahrelang runter. Wo sind wir überhaupt? Auf welcher Insel? In welchem Land? Das scheint wohl egal zu sein. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. Aha. Er war also noch etwas länger unterwegs, bevor er von den Studenten aufgeschnitten wurde. Ja, wie kommt bloß so ein Kegel hierher? Was hier nicht alles angeschwemmt wird. Und er war wohl in einer Höhle, wurde jedenfalls gerade gesagt, und man hat ein bisschen was unter seinen Fingernägeln gefunden. Bei wem würde man das nicht finden? Der schon irgendwie 7 Monate gefroren irgendwo rumliegt. Da findet man, denke ich, einiges an Krabbelzeug. Aber hier war erstmal nichts. Das sah aus wie so ein kleines Special, aber es hätte nicht sollen sein, sage ich immer. Wo geht es hier lang? Das sieht auch wieder aus wie ein Schiffswrack, was komplett irgendwie... Nein, ich dachte, da schwimmt was, aber das ist bloß ein Stein. Was komplett hier ausgeschlachtet ist oder über die Jahre hinweg zerbarsten ist. Einzelne Planken und Farbdosen oder Essensdosen. Und der Mast steht noch. Hier scheinen also irgendwie öfters Schiffe zu stranden. Können wir hier... Ich glaube, nein. Und die Socken sind wieder nass. Na super. Wie bin ich bloß auf die Idee gekommen, hier durch das Wasser zu latschen? Und ich sollte nicht die ganze Zeit so nach unten gucken. Oho, ist es ja. Ich sollte ein bisschen mehr die Landschaft mir angucken. Und da oben waren wir gerade, oder was? Oh, schau da. Wenn wir da runtergefallen wären, das wäre dann ein Abgang gewesen. Der hätte mit einem dumpfen Aufschlag geendet. Climbing down to the caves, I slipped and fell and injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the Bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent.